Ich bin eine Floristin, ich bin Fotografin, ich bin Mutter, ich bin Freundin. Ich bin eine der drei Geschäftsführerinnen von Blumasano. Ich bin manchmal hart im Team, aber ich bin fair. Ich habe in London mit Architekten zusammengelebt und bis die ihr Projekt immer endlich fertig hatten, das sind bei mir viel schnellere Entscheidungen, aber es hält auch nicht so lange. Ne? Also diese Vergänglichkeit, diesen Luxus in dieser Vergänglichkeit fasziniert mich unheimlich bei Blumen. Und das finde ich jetzt so schön, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, wo ich wirklich diese Floristik, aber auch dieses Möbel dekorieren, für kurze Zeit dekorieren. Ich finde immer, dass Leute aus anderen Disziplinen einen anderen Blick auf meine Sache haben. Die haben ganz andere Sachen studiert, einen anderen Umgang damit. Und das inspiriert mich dann wieder, wie die meine Sachen sehen, aber wie ich auch deren Sachen sehe, inspiriert die. Und deswegen finde ich solche Zusammenarbeiten sehr gut. Die Inspiration für diese Berlinale Party ist für mich Grünpflanzen, große Grünpflanzen, saftig grün. Ganz viele Elemente vom Beverly Hills Hotel. Wir haben wunderschöne, riesen, goldene Palmlampen, Flamingos dafür ausgestopft. Der Kunde lässt uns auch immer viele neue Sachen ausprobieren. Es ist eine super Ehre. Ein Ziel von uns ist, dass wir einer der führenden Läden in Berlin sind, auch in 20 Jahren noch, auch wenn die neue Generation kommt und nicht Trends hinterherlaufen, sondern Trends zu setzen. Immer weitermachen, nie stehen bleiben. Auch wenn jemand Nein sagt oder so, wenn es wirklich ein Traum ist, darf man nie aufhören. Und wirklich das machen, was einem am Herzen liegt.